Frau Präsidentin, liebe herzlich willkommene Gäste aus der Ukraine, geschätzte Kollegen. Es herrscht wieder Krieg in Europa. Während ich zu Ihnen spreche, sieht sich die Ukraine einem völkerrechtswidrigen Angriff der Russischen Föderation ausgesetzt. Der Wunsch nach Frieden ist wohl kaum der Grund für diesen Krieg gegen das ukrainische Brudervolk, eher schon die Furcht Moskaus vor der Demokratie und einer immer näher kommenden NATO. Der Westen steht heute vor dem Scherbenhaufen einer zwischen Arroganz, offener Feindseligkeit und Naivität schwankenden Russlandspolitik, die sich geweigert hat, die Russische Föderation nach dem Zerfall der UdSSR als das anzuerkennen, was sie aber doch stets geblieben ist. Eine Weltmacht, wie schon ein Blick auf den Globus zeigt. Den Preis dafür zahlt jetzt die Ukraine mit dem Blut ihrer Väter und Söhne und am Ende möglicherweise sogar mit ihrer Unabhängigkeit. Aber auch die Bürger Europas mit explodierenden Energiepreisen, mit einer nun wohl unvermeidbaren Aufrüstung und der Bewältigung einer humanitären Katastrophe. Wenn ich heute also die Fehler des Westens erwähne, so deshalb, weil wir nur auf diese Einfluss hatten und auch nur diese in Zukunft vermeiden können. Bei allem Versagen westlicher Diplomatie muss jedoch zunächst in aller Deutlichkeit gesagt werden, es gibt keinerlei Rechtfertigung für diesen Überfall auf die Ukraine. Wer im 21. Jahrhundert den Tisch der Diplomatie verlässt, um mit seiner Armee Fakten zu schaffen, gar die territoriale Integrität eines Landes verletzt, der verstößt gegen das Völkerrecht, weshalb sich auch jeglicher Gedanke daran verbietet, nun unsererseits der Ukraine Zugeständnisse abzuverlangen, um so Moskau vielleicht zu besänftigen. In jeder Tragödie steckt aber auch die Chance auf einen Neuanfang, weshalb ich den Krieg um die Ukraine und seine Auswirkungen auf uns alle nun im Kontext dreier Themenbereiche beleuchten möchte. Die das sind erstens Energiepolitik, zweitens Flüchtlingspolitik, drittens Verteidigungspolitik. Fakt ist, dass die russische Seite bisher jedenfalls ihre vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber immer vollständig erfüllt hat. Weil wir uns uneingeschränkt darauf verlassen konnten, dass wir das bestellte Gas auch bekommen, haben wir uns davon aber auch abhängig gemacht. So etwas ist nie gut, denn Länder haben, um Charles de Gaulle zu zitieren, eben keine Freunde, sondern lediglich Interessen. Wir müssen unsere energiepolitische Abhängigkeit nun also radikal reduzieren, aber doch nicht durch das Bauen grüner Luftschlösser, sondern durch die Beendigung der laut Wall Street Journal dümmsten Energiepolitik der Welt, zum Beispiel durch eine längst überfällige Diversifizierung. Wir sollten also A, wo immer wir können, ja, auch weiterhin in Russland, denn wo ist bitte der Unterschied zwischen zu Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch Saudi-Arabien? Wir sollten also, wo immer wir können, mit langfristigen Verträgen Pipeline-Gas einkaufen, aber eben auch LNG, wenn möglich, ohne dass dies durch Fracking gewonnen wurde. B. Wir benötigen auch weiterhin noch für viele Jahre eine grundlastfähige Eigenkohleverstromung. C. Ein Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Kernkraftwerke darf kein Tabu sein, egal ob diese am 31. Dezember nun einfach weiterlaufen können oder aber erst wieder ertüchtigt werden müssen, um dann für etliche weitere Jahre die Stromversorgung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt zu gewährleisten. D. Auch die AfD positioniert sich natürlich nicht gegen die Erneuerbaren an sich, sind diese doch ein Teil des unideologischen Energiemixes, den wir brauchen. Nur sind wir halt so ehrlich und sagen, dass diese alleine, zumindest in den nächsten Dekaden, noch nicht in der Lage sein werden, unseren Bedarf vollständig zu decken. Wenn wir also unideologisch handeln, sind alle Energiearten unverzichtbar und auf viele Quellen verteilt, ist das auch ein Akt der Selbstverteidigung unseres Landes, dessen Wohlstand und damit dessen Fähigkeit, anderen Ländern zu helfen, eben darauf basiert, dass unsere Wirtschaft floriert und auch bei Dunkelflauten nicht zum Erliegen kommt. Beim Stichwort anderen zu helfen, komme ich nun zur Flüchtlingspolitik, denn seit dem 24. Februar fliehen Menschen vor einem Angriffskrieg in die EU. Diese Menschen gehen uns etwas an und wir wollen sie deshalb auch nicht abweisen. Dennoch gibt es zunächst aber effizientere Arten der direkten Hilfe und diese sollten insoweit auch stets unsere erste Wahl sein. Ukrainer haben oft gute Beziehungen, häufig verwandtschaftliche Bindungen und kaum Sprachbarrieren mit einigen Nachbarländern, die wiederum Teil der EU sind. Und dort, also heimatnah, sollte die Mehrheit der nun Flüchtenden jedenfalls vorrangig zunächst auch einmal
untergebracht werden. Insoweit muss Deutschland die Erstaufnahmeländer so hinreichend mit Geld und Sachmitteln unterstützen, dass diese den Ukrainern dort vor Ort wirklich angemessen helfen können. Das wäre dann auch die doch so oft beschworene europäische Solidarität. Das Richtige tun, dabei aber die Fehler von 2015 zu vermeiden, sollte also das Gebot der Stunde sein, wobei die Parameter durchaus andere sind als damals. Spätestens jetzt sieht man den Unterschied zwischen kriegs- und wirtschaftsbedingter Flucht auf den ersten Blick. Es kommen vor allem Frauen und Kinder, Alte und Geschwächte. Es kommen nicht Menschen, die planvoll aufgebrochen sind, sondern solche, die innerhalb von Minuten aus ihren Wohnungen fliehen mussten. Familien, deren Männer in der Ukraine bleiben, um selbstverständlich dort ihre Heimat zu verteidigen. Die allermeisten kommen auch nicht zu uns, um es sich in unserer weltberühmten sozialen Hängematte bequem zu machen, sondern sie wollen so rasch als möglich zurück in ihre Städte und Dörfer, um das wieder aufzubauen, was der Aggressor ohne jede Rechtfertigung zerstört hat. Kurzum, hier kommen Menschen in großer Not zu Hunderttausenden, auch schon direkt zu uns. Und insoweit stellt sich die Frage, wohin mit all den Menschen, wohin in unseren jetzt schon restlos überfüllten Städten mit ihren ohnehin schon unbezahlbaren Mieten. Und da erlaube ich mir schon auch anzumerken, wir hätten deutlich mehr Platz, wenn wir die Hunderttausende ausreisepflichtig, die rechtsstaatlich final abgelehnt wurden und dennoch weiterhin in unserem Land und auf unsere Kosten leben, konsequent zurückgeführt hätten. Eine Notlage wie die jetzige sollte alle Verantwortlichen an diese ihre Verantwortung erinnern, die aus falsch verstandener Gutmütigkeit unterlassenen Schritte nun schnellstmöglichst nachzuholen. Die AfD akzeptiert im Übrigen auch unter den Bedingungen der sogenannten Massenzustromsrichtlinien keinen Freifahrtschein, so wie in 2015. Auch weiterhin sind wir strikt dagegen, dass Menschen ohne jede Prüfung in unser Land kommen können. Aber mit einer entsprechenden Registrierung haben die Ukrainer auch keinerlei Probleme. Verstehen Sie doch auch die Sorgen der Aufnahmeländer. Lassen Sie mich zum Schluss nur noch zur Verteidigungspolitik kommen. Zeigt der Überfall auf die Ukraine, dass Wehrfähigkeit leider auch im 21. Jahrhundert unerlässlich ist. Bedingt abwehrbereit. Liebe Kollegen, Sie erinnern sich. Das war einmal, denn heute sind wir ohne den Schutz unserer Verbündeten schlicht wehrlos. Einige Gründe dafür möchte ich exemplarisch benennen. A. Keiner der letzten vier Verteidigungsminister hat gedient und versteht etwas von der Materie. B. Die Wehrpflicht wurde ohne Not ausgesetzt, die Truppenstärke viel zu stark reduziert. C. Die 2% des BIP, die wir in effiziente Verteidigung hätten stecken müssen, die haben wir in Afghanistan, Mali und für eine völlig falsche Flüchtlings- und Außenpolitik verbrannt. C. Statt dafür zu sorgen, dass wenigstens das vorhandene Gerät einsatzbereit ist, haben wir uns lieber um Diversity-Beauftragte und anderen Quatsch gekümmert. Und jetzt stehen wir blank da, wie der Inspekteur des Heeres offen zugeben muss. Dabei gilt doch noch immer der Satz, si vis pacem, parabellum. Geschätzte Kollegen, was ist nur aus unserem Land geworden? Aber in jeder Krise steckt auch eine Chance. Und die sollten wir ergreifen, selbst wenn es schon 5 nach 12 ist. Nur 3 Punkte dazu. Erstens, Konzentration auf die beiden Hauptaufgaben der Bundeswehr, die da sind, die Landesverteidigung und der Bündnisfall. Zweitens, keine Auslandseinsätze mehr zum Zwecke des Demokratieexportes oder gar eines Regimewechsels, mit Ausnahme rein humanitärer Einsätze unter UN-Mandat. Drittens, Reaktivierung der Wehrpflicht oder vielleicht sogar auch die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht. Also zum Beispiel 12 Monate Dienst am Volk für Männer und Frauen, wahlweise bei der Bundeswehr oder im Sozialbereich und das ohne Möglichkeit, sich zu drücken. Geschätzte Kollegen, gemeinsam sollten wir daran arbeiten. Erstens, unsere Energiepolitik auf breitere Füße zu stellen. Zweitens, unsere Flüchtlingspolitik noch einmal gründlich zu überdenken. Drittens, unsere Wehrbereitschaft zu erhöhen. Viertens, die Russische Föderation wieder zurück in den Staatenbund zu holen. Will doch wohl weder Deutschland noch die EU noch die NATO Russland wirklich dauerhaft zum Feind haben. Tun wir also nicht nur das Erforderliche, liebe Kollegen, sondern tun wir vor allem auch das Richtige. Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei den Menschen in der Ukraine.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.